Seid gegrüßt und willkommen zur 83. Episode meiner Prison Architect Let's Play Serie. Viel Spaß beim Zuschauen. Okay. Zellenstatus. Moment mal, hier sind alle voll, aber warum bekomme ich denn einen neuen? Ah, okay. Ich dachte eben stand hier psychisch krank, aber hohe Sicherheitsstufe, oh oh. Hochsicherheitstrakt 56, ja, das passt ja. Das hier wird ja der Höchstsicherheitstrakt. Genau. Ich hatte mir noch überlegt, dass wir hier aber auch noch eine Wäscherei brauchen. Hier steht nicht, wie groß die sein muss. Was weiß ich, wie groß die sein muss. So vielleicht? Okay, ich muss alles unterbringen. Da schauen wir mal. Das ist dann halt die Vorgabe, ne? Bügelbrett. Ne, erstmal die Waschmaschine. Ich denke, eine reicht, oder? Bügelbrett. Oh Gott, das ist ja riesig. Waschmaschine. Wo ist denn vorne? So. Was fehlte noch? Wäschekorb. Sieht doch groß genug aus. Guck mal. Betonwand. Okay, einen Laden könnte ich hier vielleicht auch hinsetzen. Irgendwie. Ja, den können wir auch draußen machen. Natürlich super blöd hier. Vielleicht da oben oder so. Wie groß muss denn die Werkstatt sein? 5x5. Oh, das passt super. Ich kann eine kleine Werkstatt machen. Vielleicht passt dann sogar echt noch ein Laden rein. Laden, Laden. L-A-D-E-N. 4x4. Verdammt. Ja, das passt wohl nicht ganz so. Wir machen die Wäscherei hier weg. Dafür kommt ein Laden hier rein. Oh, die Wände muss ich abreißen. Moment mal eben so. Moment, was soll ich laden? Genau. L, das ist ein K. Laden. 4x4 haben wir. Wände. Das hier ist viel zu eng. Ist mir eben alles weg. Nee, komm, der Laden auch weg. Bevor die sich beschweren. So, dreimal. Hallo? 4x4. So. Es wird ein kleiner Laden, aber das ist ja nicht schlimm, denke ich. Hier ist der Eingang. Kommt hier die Ladenfront rein, oder wie das Ding heißt. Das war weiter unten, ne? Bei der Anordnung hier. Waffenständer, Ladenfront. Genau so rum. ach so, da muss die Wand erst hin. Gut. Was brauchen wir sonst noch? Ladenregal. Ach ja, ein Tisch und Laden. Regal. Das ist kein Ladenregal. Passt das? Passt das so? Machen wir so. Ein Tisch. Kleiner Tisch. Der normale Tisch ist zu groß, genau. Wir könnten sogar zwei Tische reinsetzen. So, Werkstatt. Das ist die Frage, wie ich das mit der Wäscherei mache. Oh, ich hätte hier unten vielleicht die Tür mal hinsetzen sollen. Dann hier nur eine kleine Tür hin. Was ist denn hier? So, hier ist diese Tür. Obwohl, es reicht ja eine Gittertür, ne? Moment mal. Oh, nicht das. So, weg.
Nee, wir machen die Tür hier doch raus. Die Tür kommt hier hin. Was drücke ich denn immer falsch? So. Abreißen. So, hier muss eine normale... Die normale Tür fehlt. Da, 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 da. So, ihr baut das hier. Genau. Ja, hier fehlt noch alles, ne? Leute, haut mal rein. Oh Gott. Ich habe Angst vor diesen Häftlingen, die so böse sind. So, hier läuft auch noch alles? Gut. Ich hoffe, hier kommt auch noch eine Wand hin, Leute. Gefließte Wand. Das ist die hier, genau. Ja, ihr macht das schon. Hier kommt ja noch gerade alles an. Oh ja, der Raum ist leer. Dann kann ich hieraus einen Besucherraum machen. Aber warum sind keine Besucher da? Angestellter erschöpft. Warten auf Besuch. Warum? Wir haben gerade morgens, ne? Die kommen gleich erst alle. Genau, und da kommen auch die neuen Häftlinge. Etagenbett, Waschbecken, Besucherkabine. Besucher? Häftling. Oh, gut, dass ihr auch hier sauber machen kommt, Leute. Jetzt müssen wir die Türen aber wieder versetzen. Häftling. Und dann eine Besuchertür. Ich weiß nicht, ob die was bringen. Wir machen es mal. Gut. Dann wird das hier auch gebaut. Ohne Kamera brauchen wir da drin. Auf jeden Fall auch. Überwachungskamera. Und Strom muss da natürlich auch noch hin. Ich hoffe, das reicht. So. So, Krankenstation haben wir jetzt hier drin mit zu vielen Ärzten. Wie teuer ist ein Arzt pro, was auch immer, Tag? 140, okay, das lassen wir mal. Eventuell baue ich hier auch noch eine Krankenstation später an. Ich kann ja hier noch erweitern. Umschlossen von Wänden und Türen. Die Betten sind aber noch nicht drin, Leute. Das wisst ihr, ne? Ihr bringt erstmal lieber die anderen Sachen, ne? Ist aber auch ein Scheißweg hierhin. Kann ich das irgendwie beschleunigen? Nö, gar nicht. Schade. Ich hätte so einen Gang nur für Personal machen sollen, wo man überall durchkommt. Ja, mach mal ein bisschen schneller hier. Oh, was ist denn hier wieder los? Hier fehlen auch irgendwie die Abflüsse. Warum mache ich denn da eine Toilette drin? Wird schon seine Richtigkeit haben. Boah, dieses Tunnelgedöns hier geht mir irgendwie auf den Sack. Toiletteninspektion, bis wir einen Tunnel finden. Oh oh. Wo tasert ihr? Okay. Hier. Müssten reichen, was ist mit ihm? Furchtlos. Und der greift Personal an. Wurde aber schon getasert durch die Wand. Okay. Bewährungsdirektor verletzt. Können wir dich zur Krankenstation schicken? Nö. Ach, du gehst direkt in den nächsten Bewährungsraum. Okay. Das sind die neuen Häftlinge. Biografie, bla bla bla. Oh, die Kammer kann schon angeschlossen werden. Wie viel hast denn du schon? Du hast 4 nur. Schön. Ja, da noch dran. Wie viel haben wir jetzt? 5, 7, 8. So. Ja, hier ist wieder super eng alles. Das ist auch richtig kacke so.
Lassen wir das mal vorerst. So, ihr seht auch alle recht zufrieden aus. Gut. So, wie läuft's hier, Leute? Die Tür habt ihr drin. Die ist immer noch da. Oh, kommt schon. Die Betten baut ihr langsam auf. Ich könnte mal wieder ein paar Kameras anschließen. Du hast schon 5. 6. 7. Mehr sind noch nicht da. Wasser habe ich aber auch schon verlegt, ne? Oh, habe ich gar nicht. Gut, dass ich geschaut habe. Und hier? So. Passt das so? Reicht das? Hm. Sehen wir dann. Da. Ich mach mal hier schon Höchstsicherheitstrakt draus. Oh, das ist einzeln. Ach ja, weil ich durch die Kantine abgetrennt habe. Ups. So, das hier auch. Das auch. Das auch. Das ist für niemanden. Nur Personal. Das hier quasi auch, aber ich habe noch keine Türen drin. Das da oben ist da auch nur für Personal. Moment mal. Nur für Personal. Genau, das läuft hier. Dann mache ich hier raus noch einen Hof. Und dann sollte ich den Hof eventuell auch nochmal ausstatten mit Geräten und so. Und das hier wird noch gefährlich werden, da oben in der Ecke. Egal, das kriegen wir hin. Eventuell durch Kameras. Ah, mal schauen. Okay, Objekte. Außentoiletten können wir auch noch anbauen, genau. Aber zuerst möchte ich... Oh, Metalldetektor wäre vielleicht ganz sinnvoll. Die Tür lassen wir mal offen. Die Umfassungsmauer müssen wir wieder reparieren. So... genau. Ich bräuchte aber diese Außensachen noch. Wachturm. Genau, sowas hier suche ich. Ja, mach das mal so. Ich hoffe, ihr könnt nicht drüber klettern oder so. Ein Billardtisch draußen? Ich weiß ja nicht. Wachturm eventuell. Mal gucken. Eine Fußmatte auf jeden Fall. Bevor man reingeht, erstmal abtreten. Ach nee, der ist ja nicht hier drin, sondern das Dings hier für die... für Metall. So, da. Beim Reinkommen haben wir das. Genau, hier soll noch eine normale Tür rein. Tür. Wand. Betonwand. Tür. Nee, da kommt eine Personaltür hin. Öffnen. So. Genau, da wird schon geputzt. Da haben wir die Dinger. Telefone wollte ich auch noch haben. Wo habe ich noch Platz für so ein Telefonabhörgedöns? Ja. Telefon. 1, 2, 3. Könnt ihr hier nebeneinander telefonieren? Dann noch das Abhörgedöns. Die Tür kommt. Nee, das haben wir von Abhöranlage. Die steht hier. Müsste nicht hier auch was stehen schon? Genau. Oh, du stehst aber irgendwie falsch. Du Stuhl. So, hier kommt noch ein Stuhl. Ist sehr stuhlig hier in dieser Ecke. Kameras haben wir noch nicht. Oder haben wir schon welche? Die hier verbunden werden könnten. Da ist doch keine. Nö, müssten wir noch warten, aber ich würde noch mehr Kameras installieren. Wie viel haben wir denn? 1, 2, 3, 4. Das passt ja noch. Für draußen 2, 3.
Hm, ich hätte hier gerne noch eine, aber das kann man ja switchen dann immer. Hoffe ich, dass ihr das macht, Leute. Genau, ihr verlegt die Rohre. So, dann möchte ich aber noch so Sitzgelegenheiten haben. Oh, ist der Laden schon? Ladenfront, ich hatte dich doch gerade gesehen. Hm. Ladenfront, Ladenfront. So, da ist die Ladenfront. Aber, genau, Tisch für Außenbereich, sowas möchte ich hier noch haben. Dass hier schön picknicken können oder so. Ne, eins zu weit. Ich möchte das so nebeneinander haben. Genau. Hm, Bücherregal gleich. Hm, wo ist denn diese Tribüne? Nicht überdachte Tribüne. Genau, das suchte ich. Da sitzt sie ja irgendwie gerne drauf. Und guckt den anderen beim Sport zu. Das reicht. Hm, was können wir hier noch machen? Gibt es hier noch andere Sachen? Nee, ne? Hm. Reifenstapel. Hm. Eventuell noch mehr von diesen Bänken. Wenn ich die jemals wieder... Oh, Parkbank gibt es hier auch noch. Okay. Hm. Eventuell ein paar Bäume oder so. Jetzt dekoriere ich hier mit Bäumen. Ein paar Sträucher vielleicht noch. Ich wollte hier oben ja noch ein paar Toiletten hinbauen. Wo sind jetzt diese Tische für den Außenbereich hier? Das geht bestimmt voll in die Hose. Was ist mit ihm denn schon wieder? Okay. Vielleicht kriege ich hier noch den Waschraum untergebracht. Ich weiß zwar, ich sehe noch nicht, wo ich den hinbaue, aber ich versuch's mal. Heißt das überhaupt Waschraum? Wie heißt denn das hier? Wäscherei? Genau, Wäscherei. Hm. Nee, nicht hier. Hier? Oder hier? Hm. Es muss einfach nur alles reinpassen. Was es nicht tun wird. Es gibt ein kleines Bügelbrett. Wie cool. Da muss diese Kamera weg. Ach so. Oh, wie doof habe ich das denn gebaut jetzt? Ah, die Wäscherei, die kann doch einfach so offen sein, ne? Haha. Und Waschmaschine. Mal gucken, dass die Öffnung auch irgendwie da ist. Und ein Wäschekorb. Das könnte sogar so funktionieren. Voll gut. Ja, die Zellen werden auch langsamer fertig. Sehr schön. Wer läuft denn hier rum? Warum läuft denn hier ein Häftling rum? Warum läuft hier... Was? Wie? Warum? Verwirrung. Eingeschränkter Zutritt. Was ist das denn hier? Hm. So, ihr solltet hier aber gar nicht drin sein. Oh oh. Das gefällt mir nicht. Wenn hier mal jemand die Tür öffnen würde, ne? Oh, ihr wollt alle... Ihr betet? Och, nö. Das heißt, ihr braucht eine eigene Kapelle noch. Ja, richtig toll. Hm, das könnte echt ein Problem sein. Was macht denn der Krankenpfleger hier? Warum geht denn ihr jetzt hier durch? Was stimmt mit euch nicht? Telefoniert mit Familie. Okay. Eventuell sollte ich hier auch Telefone hinsetzen. Telefon, Telefon, Telefon. Zelle.
Ich habe keine Telefonzelle ausgewählt. Jetzt habe ich eine ausgewählt. Das hier ist doch ein Hof, oder? Ja. Und der ist auch nur für Psycho-Sicherheitstrakt, ne? Genau. Mann. Nicht schön. Wo geht ihr denn hin? Telefoniert mit Familie. Ihr geht zu den Telefonen hier, ne? Hm. Das muss ich aber noch irgendwie anders lösen, dass ihr nicht hier durchlauft. Das gefällt mir nämlich gar nicht. Hm. Aber das werde ich hinkriegen. Und zwar in der nächsten Episode. Wenn euch die heutige gefallen hat, können Sie gerne bewerten und einen Kommentar dazu hier lassen. Und um die angesprochene nächste Episode nicht zu verpassen, solltet ihr meinen Kanal abonniert haben. Bis zum nächsten Mal.